Hallo bei Hundetipp hier auf YouTube. Heute Klicker Teil 3 zum Thema Steh. Ich hoffe, das Sitz und Platz hat bei euch schon gut geklappt. Und als nächste Ausbaustufe kommt das Steh hinzu. Das machen wir auch wieder erstmal ohne Kommandos. Was wir brauchen, ist unser Hund, unser Klicker, etwas Futter. Und den Rest zeige ich euch jetzt hier auf dem Tisch. Eine kurze Wiederholung zu unserem letzten Tutorial. Mit der Futterhand haben wir den Hund in die Platz- bzw. Sitzposition geführt, mit dem Klicker markiert und anschließend belohnt. Gleiches gilt jetzt fürs Steh. Wir ziehen den Hund aus dem Sitz ins Steh, aus dem Sitz ins Platz und aus dem Platz ins Steh. Bei dem Training ist es wichtig, keine festen, wiederkehrenden, berechenbaren Abläufe einzubauen, sondern wahlweise zwischen Sitz, Platz, Steh hin und her zu wechseln. Funktionieren diese Bewegungsabläufe gut beim Hund, wechseln wir zum nächsten Schritt. Diesmal machen wir die Handbewegung wie bei unserem letzten Tutorial ohne gefüllte Futterhand, geben dem Hund lediglich Sichtzeichen, markieren es mit dem Klicker und füttern den Hund als Belohnung im Anschluss. Bedingt durch die Führung mit der Futterhand ergeben sich die späteren Sichtzeichen für das Sitz, für das Platz und das Steh. Das war der Klicker Teil 3, Tischarbeit, Steh. Nächstes Mal machen wir Twist and Turn auch hier auf dem Tisch. Bis dahin, abonnieren, liken, Fragen stellen, bis zum nächsten Mal. Hallo. Klicker Teil 3, heute mit dem Kommando Steh. Hallo bei Tischarbeit, Hundetipp Teil 3. Hallo bei Hundetipp zum Klicker Teil 3, heute mit dem Kommando Steh.